Willkommen zurück zu einer weiteren Folge A Plague Tale Requiem. Es geht weiter. Let's go. Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm. Warte, wir müssen reden. Nicht jetzt, das Meer ist gleich dort. Hugo, es ist wichtig. Ja, und die Wunde sieht auf jeden Fall ziemlich übel aus, aber besser. Was machst du da? Hua! Gelte, das ist dein Überfall! Du hast ihm aber nicht von deinem Traum und allem anderen erzählt. Hugo, komm zurück! Ich will nicht spielen! Und ich rede nicht mit Angsthasen! Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... kleines Stück Scheiße! Amicia, wir sind da! Hugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön, mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Ah, viel zu hoch. Spring, ich fang dich. Wow. Hey, pass auf! Danke. Na gut, wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Oh, so viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff! Angriff! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war's. Hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Hey, sieh mal. Na, Feder. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Sonst hat er uns immer die Blumen angesteckt am Haar und jetzt machen wir das mit den Federn bei ihm. So, wir müssen auch noch hier den Heer lesen. Der Heer ist der Wächter des Waldes. Sein lauter Ruf warnt alle Tiere in der Umgebung, wenn sich Raubtiere nähern. Der Legende nach wurde er einst fälschlicherweise von den anderen Vögeln beschuldigt, woraufhin jeder von ihnen dazu verurteilt wurde, ihm eine Feder zu schenken. Vielleicht gilt er deshalb mit seinen farbenfrohen, hellen Gefieder, das selbst die dunkelsten Orte erhält, als Symbol des Lichts. Wenn du eine seiner Federn findest, wird sie dir die Kraft geben, dich zu heilen und niemals aufzugeben. Und hier die Lachmöwe. Diese gesellige, laute Möwe ist gewöhnlicherweise im Scharen an offenen Küsten und... was? Ablegen. Ach, schau mal, das kann man ausrüsten. Lol. Und Dünen anzutreffen. Sie hat eine große Bedeutung für Seeleute und Schiffbrüchigen auf hoher See. Denn wer ihren Ruf hört, wird bald Land erblicken und nach Hause zurückkehren.
In Volksmärchen symbolisiert sie die mütterliche Bindung. Von einer Möwe zu träumen ist ein Zeichen für einen schmerzhaften Abschied von der Mutter, während das Auffinden einer ihrer Federn Freiheit und Emanzipation von der Familie bedeutet. Ist ja interessant. Ja, man kann das halt wirklich ausrüsten, aber nur eine Sache. Nicht bei beiden kann man was machen. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Ach, da wären wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ha, sag, ich wenn du bereit dir, Amicia. Bist. Gut. Weiter so. Arno! Was? Zurück! Oh. Was zur Hölle? Ah. Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Mich hast erwischt. Ihr ja. Seid so krank. Ach, komm, na gut, wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie so kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir's. Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich. Wie machst du das bitte? Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut, Kurzer. Ist da hinten irgendwo noch irgendwas? Na da. Hier geht's zu deinen Schmugglern. Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Oh Mann. Oh oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Warte. Scheiße, da ist eine Kiste. Nimm ihn doch mit. Oh. Schön wegbleiben, die Drecksviecher. Diesmal nicht. Hoch, ich hab gedacht, da kann ich nochmal einen Bolzen einsammeln. Das ist der, den wir geschossen hatten. Schöne Scheiße. Hoch, schnell. Klar. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen? Den brauche ich. Diese Stöckchen? Komm, einfach mit.
Ah, die Alchemist-Trophäe habe ich auch schon. Also Munition herstellen 100. Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertrau dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid, ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Geschafft. Kinderleicht. Genau das Wort habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Oh. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht. Na gut, einmal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Der wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Der, das ist eine Kiste. Also aus Grien. Da hat alles angefangen. Hier. Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Also habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Unser erstes Haus war voll davon. So muss die Hölle aussehen. Nur eine Version. Wir haben noch viele andere gesehen. Ich auch. Aber so noch nie. Himmel, dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Digga. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sungris. Du hast recht. Da ist es wieder. Anno! Ach, endlich. Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut. Ich bin bereit. Auf dein Zeichen! Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht sei Peter? Hier, Odorus, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus! Ich weiß nicht, was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ich überlasse es dir, Anno. Los. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Mal sehen.
Schnell, hoch! Sicher! Da, das sollte halten! Sag! Du kannst aufhören! Schon dabei! Lauf, Anno! Und wie ich laufe! Was zur Hölle ist das? Lauf, Digga! Ganz klebrig! Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenne ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja, genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheiße lassen mich wie einen Grünschnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Ah, das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's! Hey, das Feuer brennt wie die... Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg! Ja, Kusch! Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weicht zurück vor der Macht des Falls! Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebrannt. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug reingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Schluss jetzt. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Gut, dann an die Arbeit. Mehr Zutaten mit rumtragen, das ist ganz gut. Oh, ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen. Das Boot fährt nirgendwo mehr hin. Oh, da stand der Name. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Ja, der Rumpf hat auf seinen Reisen viel Sand und Felsen gefressen. Oh je, es ist schlimm, seinen Namen zu verlieren. Wir taufen es neu. Darf ich? Klar, warum nicht? Das hat es sich verdient. Ich nenne es die Unsterbliche. So sieht es auch aus, ja. Tja, tot ist erst, wer komplett unter der Erde liegt. Dann bekommt es seine wohlverdiente Ruhe. Kommt. Ey, warum ist Arno nicht auf dem Bild mit drauf? Ja, und hier mal eins, glaube ich, bei den Pilgern verpasst. Ja, machst du nix. Machst du nix, Bruder. Alter, schon wieder Rappen.
Diese Drecksviecher. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja? Eine Heilige? Oh nein. Nein. Es sind zu viele wieder gewesen. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja? Eine Heilige? Oh nein. Schlecht. Lauf. Alter. Erstmal die Kiste looten. Die sind auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Wo
wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. Aber schnell. Ich zeig dir gern mal, wie ich das mache. Das ist kein Wettbewerb. Nein, aber es könnte notwendig sein. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt? Da unten die Fackel, beim Wrack. Da ist es. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas unberechenbar. Nein, nein, sie muss hier sein. Es sind wieder zu viele. Oh, das wird nix. Ich habe versucht, während ich halt das Teil rumschalte, ob ich was aussammeln kann, aber gut zu wissen, wenn wir das auch am eigenen Leibe erfahren, was passiert. Oh, jetzt sind wir hier gespawnt. Was haben wir hier? Sophia hat der Drachenkopf, weil sie Feuer spuckt? Ihr Boot heißt Laraskas. Das ist eine Fischart hier mit giftigem Stachel. Man nennt sie auch Drachenköpfe. Doch, ich Idiot. Sie kann bestimmt auch Feuer spucken. So eine Ressourcenverschwendung, was ich hier gerade mache, Alter, ich kann kotzen. Ja, verpisst euch halt mal, ihr Drecksviecher, was ihr seid. Meine Güte. Immerhin. Bisschen Ressourcen wieder. Hier entlang? Ja, ein diskreter Weg für diskrete Leute. Alter, passt der da überhaupt durch? Wasser. Das Versteck ist gleich da hinten.
Nein. Neue Angriffsfertigkeit, Erholung. Ich habe Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen Meerwasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist tief. Bitte. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich an der Hand. Du hast recht. Ich trag dich und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Ah, na bitte. Ist dir das hoch genug? Süß. Und das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist. Das ist wirklich gut. Wir holen uns schneller nach dem Schlag. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Tja, danke, Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester? Muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens, des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. So. Du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Oh, es regnet ganz schön doll. Ja, wohl ein hitziger Winter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Kommt verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hey, hör auf! Gott! Hast du es geschafft. Da kommt noch einer. Ja und? Den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott! Anu, schnapp ihn dir! Dein Ende!
Jäger. Das sehe ich. Sie sind hier drüben! Ihnen nach! Scheiße. Dachte schon, es ist aus. Das klang doch nicht normal. Ich sehe mal nach. Und tschüss. Atme durch. Tschüss. Schmuggler können uns doch egal sein. Die Ratten bringen Tausende um. Ich bin mir nicht sicher, ob der Graf weiß, wie ernst die Lage ist. Ganz schön viele Männer für ein paar Schmuggler. Der Graf ist ein Mann von Recht und Gesetz. Ein gottverdammtes Arschloch. Aber er hat sich irgendwo verkrochen, der Feigling. Du kannst ihn nicht verteilen. Wir hassen einen. Erledige ihn, Anno.
schnapp ihn dir! Easy. Der Anu ist immer overpowered ohne Ende. Der bumst sie alle weg. Ja, da lag was. Das ist so easy. Kannst halt alle töten, ne? Alle verringern. Komm, hoch mit dir. Ja. Alter, wie kommen wir denn da hoch? Langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Und hepp. Alles klar. Na, wo sind die Ratten? LOL! Dinger, Far Cry Primal. Oh, da! Was ist das? Oh, die sind alt. Sehr alt. Ist das ein Bild? Nein, Handabdrücke von den ersten Menschen, die hier lebten. Vor den Römern sogar. Die ersten Menschen? Wir sollten weitergehen. Warte mal. Nur kurz. Das ist so schön. Das ist es. Es bringt mich zum Weinen, aber ich weiß nicht warum. Behalt es in Erinnerung. Komm. Ja. Das ist aber ein schönes Bild, ja. Mega cool. Und Anno ist auch ein bisschen drauf. Ah!
dir! Wir gehen weg. Weg. Wo kommen denn die jetzt auf einmal her? WTF, Alter. Ab nach unten. Verstanden.
Ja, da kommen wir nicht hin. So lächerlich. Der ist diese Viecher auch nicht aus dem Weg wegbekommst. Da bin ich jetzt überhaupt nicht an das Seil rangekommen. Das ist so blöd, ist das. Das ist halt wirklich einfach nur dumm, ist das. Also. Finally. Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Da ist es, Amicia. Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Oh, alles klar. Wieder bei Atem. Bereit zum Aufbruch?
Wir machen jetzt mal die Armbrust. Das sollte die Sache erleichtern. Alter! So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Das ist das Schiff, glaube ich, aus dem Titelbildschirm. Anno? Wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Der soll verankern. Er hängt. Sophia, die haben den Anker blockiert. Dreckskerle. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Scheiße. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Und Mahlzeit. Guter Schuss. Alles klar. Ist die Stange gebrochen? Nur verzogen. Die Brügel müssen ihn über Sand gezerrt haben. Tut mir leid. Gibt Schlimmeres. Das Boot Sophia hat einiges erlebt. Scheint ich nicht zu mögen. Das ändert sich wieder nicht. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Die Kette blockiert den Anker. Anno, ich brauche Hilfe. Dafür bin ich da. Wir sind fast da. Bald sieht der gute Lacuna. Ich hoffe es. Zerbrich sie. Ja. Das ist Teil Juro. Kann ich denn jetzt nicht mal befehlen, was? Der WTF? Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Oh, ich sehe.